Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute nur ganz kurz gezeigt, wie wir Partitionen oder Laufwerke unter Windows verstecken können, ja, ausblenden. Warum wir auch immer das tun möchten, das geht wirklich recht schnell und einfach anhand weniger Klicks hier. Ups. Ja, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Genau, wir können einmal hier über den Gruppeneditor hier, ja, das sieht hier so aus, das ist jetzt eine Möglichkeit, hier auf der linken Seite hier unter Benutzerkonfiguration, Windows, administrative Vorlagen und dann Windows-Komponenten haben wir hier und hier, genau, Datei Explorer, ja, wenn wir das jetzt hier markieren, genau, jetzt können wir hier wieder auf der rechten Seite suchen wir einfach nach der Option hier unter D, ja, diese angegebene Datenträger im Fenster Arbeitsplatz ausblenden, ja, das rufen wir uns mit Doppelklick hier auf und aktivieren hier die Option und hier haben wir die Möglichkeit, das Laufwerk auszuwählen, ja, ich nehme mal jetzt hier Laufwerk D hier. In meinem Fall hier, das ist das hier, ja, das will ich jetzt verstecken. Ich ziehe mal das hier rüber, genau, genau, also einfach aktivieren, hier Laufwerk D auswählen, hier beispielsweise, einfach auf Übernehmen und mit OK bestätigen und schon ist das Laufwerk hier weg, ja, in den Internet Explorer, Windows Explorer hier. Wird nicht mehr angezeigt, ja, wir können so genauso gut unsere Systempartition hier C verstecken, ja, damit vielleicht nicht jeder so schnell darauf zugreifen kann, genau, da aber dieses Gruppeneditor leider nicht bei alle Windows Versionen dabei ist, kann man zwar nachrüsten, ist aber ein bisschen umständlich vielleicht, zeige ich euch jetzt einen weiteren Weg hier, wie man das noch ausblenden kann, ja, und zwar über den Datenträgerverwaltung hier, zack, einfach aufrufen und hier, genau, hier wählen wir einfach diese, unsere Partition hier mit der rechten Maustaste hier, und dann hier einfach auf Laufwerk, Buchstabe und Pfade ändern. Ja, und hier können wir einfach unser Laufwerk hier, in meinem Fall D hier, markieren und dann einfach auf Entfernen nochmal bestätigen. Und genau, jetzt hat er ja keine Laufwerkbuchstabe hier mehr zugewiesen. Und schon ist das hier auch weg, ja. Und versteckt. Wenn wir das wieder hier angezeigt haben wollen, können wir das natürlich rückgängig machen, wieder über den Datenträgerverwaltung beispielsweise und hier einfach dann wieder hinzufügen und eine Buchstabe hier, eine Laufwerkbuchstabe auswählen, okay, bestätigen. Zack, hat er das jetzt gemacht. Aktualisieren und schon sollte es wieder da sein, ja, genau, das war's auch schon alles, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, ich freue mich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.